Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Ich hoffe, dass ich die Folge heute mal nicht zu früh abbreche. Crap. Was macht eine Spinne hier? Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt des Öfteren schon mal immer wieder Minecraft angefangen aufzunehmen. Und dann hat mich so ziemlich instant die Lust wieder verlassen. Das soll sich jetzt ändern. Das wird jetzt... Womit fange ich an? Ich nutze ja die Minecraft-Folgen für so eine Art... Ja, Sprechstunde kann man es nennen. Um über mein Befinden bezüglich allem zu sprechen. Mein Privatleben, Minecraft, YouTube, alles. Ja. Womit fange ich an? Ich brauche hier einen Hafengold oder irgendwas. Da fällt mir was ein. Never mind. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja, stimmt, weil ich ja, glaube ich, hier zuletzt den Schweinestall gebaut habe, ne? Das ist schon wirklich eine sehr lange Weile her. Ich glaube, 2 Monate ist es her, dass ich das letzte Mal Minecraft aufgenommen habe. Mein Befinden bezüglich Minecraft. Wo hat denn jetzt das Essen? Da. Warum wollte ich überhaupt zum Essen? Ich wollte zu Cobblestone. Das ist alles in meinem Haupthaus hier. Mein Befinden bezüglich Minecraft. Die Sache ist einfach, ich bin gerade an einem Punkt in Minecraft angekommen, der mich ein bisschen belastet. Es ist einfach, mir fehlt gerade so ein bisschen die Lust, Minecraft aufzunehmen. Ein bisschen sehr. Ja, das ist so das Hauptproblem. Weil ich spiele Minecraft immer eine Stunde lang und es ist halt schon viel Zeit, die dafür drauf geht am Stück. Es ist bei anderen Projekten, fällt es einem nicht so auf. Wenn man das spielt, dann spielt sich das vor sich hin und ach ja, da hat man halt schon mal wieder 5 Folgen oder so. Bei Minecraft ist es ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin da jetzt für eine Stunde gefangen. Auch wenn ich die Aufnahmesessions kürzer gestalten könnte, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, gefangen zu sein. Und genau deswegen habe ich Minecraft so lange unterbrochen, weil ich mich mit dem Projekt einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Und statt mir da irgendwo Folgen aus dem Kreuz zu leiern, bin ich euch gegenüber und mir selber gegenüber einfach fair und sage, okay, es geht so nicht weiter. Das brauche ich, das hier brauche ich zum Beispiel nicht. Es geht so nicht weiter. Wenn ich mit dem Projekt selbst unzufrieden bin. Es ist halt die Frage, wie mache ich das nun? Und darauf habe ich aktuell keine Antwort. Ich nehme jetzt Minecraft auf, weil ich gerade mal wieder Bock drauf habe. Ich hatte schon die letzten Tage immer wieder Bock drauf, aber... Ja, es war halt immer wieder so... Ach, aber da hänge ich ja wieder so lange dran. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Und ja, dann habe ich halt mit Minecraft ein kleines Problem. Nein, da soll es nicht, da soll es sein. Ich habe heute extrem Lust auf Minecraft. Weil, ja, ich habe mal wieder bei Dragon's Door reingehört. Das Musikstück, was ihr ja gerade gehört habt, was ja sehr bekannt ist. Ich habe...
jetzt mal wieder die ganzen alten Soundtracks ausgepackt von Gronkh. Ja, halt die Schnauze, dämliche Villager. Ich habe hier nur Villager, die ja, Smaragde wollen, aber nichts gegen Smaragde tauschen. Ja, wie gesagt, ich habe ein kleines Problem mit Minecraft. Weil ich auch... Ich bin gerade in so einer Phase der Unkreativität. Ach Gott, ich dachte gerade, der Fackelrauch ist irgendein Vieh. Also ich verlasse jetzt erstmal das Wüstendorf und gehe zurück nach Hause. Scheiße. Ja, eine Lore habe ich nicht mehr bei mir. Ach genau, stimmt. Mit rechts kann man das ja nicht mehr verlassen. Beinahe hätte ich meine Bahnstrecke verloren. Mann, ich muss die dringend unter Tage verlagern. ja, auf jeden Fall, Minecraft ist halt so ein bisschen belastend gerade einfach, weil ich bin in so einer Phase der Unkreativität. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. So, es sind viele Baustellen angefangen, aber es ist... Ich habe an keiner Lust zu arbeiten, ganz ehrlich. Ja. Und das ist so das Problem. Ich weiß nicht. Ich würde gerne Minecraft spielen. Das ist nicht so das Grundsätzliche. Ich weiß noch nicht, wieso. Also ich möchte spielen, aber... Ich weiß nicht, was ich... dann in Minecraft letztendlich tun will. Das ist halt das Problem weiter. Okay, und tschüss. Das fährt jetzt bis in der Alpha-Welt zurück. Also ich müsste zum Beispiel ganz dringend diese Bahnstrecke ausbauen. Einer der Gründe, warum ich Minecraft weiterspielen will, ist, weil es tatsächlich ein beliebtes Projekt auf meinem Kanal ist. Also mit Minecraft habe ich Abonnenten und Aufrufe generiert. Ich bin nicht aufrufgeil. Ihr wisst alle, dass mein Kanal ein Fun-Projekt ist und ich es nur mache, um mich selber zu belustigen. Was war das? F und F3? Nein. Alt? Nein. Shift? Nein. Wird ein unterstütztes Spiel benötigt? Steuerung? Nein. F3 und F. Ja, F3 und F war's. So. Ich muss die Chunks neu laden. Und geh mal wieder ein paar Hühnchen töten. Also ich baue jetzt erstmal hier weiter, weil ich habe auch ein bisschen den Verdacht, so meine Unkreativität hängt ein bisschen mit der Wüstenwelt zusammen, weil ich da ja auch wieder sehr viel Zeit drauf verbracht habe, in der Wüstenwelt zu spielen. Ich höre einen Zombie. Und hört sich sehr nah an. Okay. Er wollte schon sagen, hä, wie soll hier ein Zombie hinkommen? Es ist alles ausgeleuchtet. Oder? Oh, scheiße, sind die Dächer ausgeleuchtet. Ich muss mir eben Erde holen. Ja, es kann sein, dass meine Unkreativität mit der Wüstenwelt zusammenhängt. Ein weiteres Problem ist einfach... Ups. Ich kann aktuell keine Texture Packs benutzen. Und das finde ich sehr scheiße. Das Problem ist einfach, also ich könnte sie benutzen, aber dann habe ich starke Performance-Probleme. Und da ich ja quer durch die Versionen spiele, muss ich
Also ich brauche Optifine, um die Qualität wieder zu verbessern. Ich glaube, Optifine, die älteste Version, die ich mir runterladen könnte, wäre für 1.7. Na toll, ich habe vergessen, die Schleuse zu schließen. Ja, mussten noch zwei Hündchen mehr sterben. So. Ich finde es nicht schön, Minecraft ohne Texture Pack zu spielen. Hier oben kann ich keine... Nein, genau. Okay, ich muss mir Cobblestone besorgen. Ich muss unbedingt die Dächer oben ausleuchten, weil ich glaube, die Dächer waren ein Problem, das ich auch im Wüstendorf hatte, weswegen Kreaturen noch nachts gespawnt sind. Weil ich glaube, dass die Dächer einfach zu dunkel waren. Cobblestone da. Ja, auf jeden Fall das Texture Pack. Die Texture Packs sind auch ein gewisses Problem, was ich mit Minecraft habe. Das ist einfach vieles, was zusammenkommt, was etwas belastend ist bei Minecraft. So, zack. 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 Aber ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich kein Minecraft spielen möchte, sondern nicht weiß, was ich hier drin tun soll. Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier ist die Mitte. Hack ich mal kurz den hier weg. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passt. Perfekt die Mitte getroffen. Ich habe Lust auf Minecraft. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß und es macht mir Spaß, hier zu reden. Ich weiß auch, worüber ich reden möchte. Manchmal zumindest. Nur weiß ich nicht, was ich in der Zeit tun soll. Ich könnte quasi genauso gut einen Podcast aufnehmen. Worüber ich tatsächlich schon nachgedacht habe, dass ich einfach mal ein bisschen so meine Meinung raushaue. Und zwar als Eigenformat. Ich hatte mir zum Beispiel, hatte tatsächlich mal Notizen gemacht, basierend auf Frag Pete's Meat. Ein Format, das sicherlich jeder hier kennt. 1, 2, 3, 4, 5. Gehe ich mal random diesen Block dort weg. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wow, bin ich gut. Frag Pete's Meat, ein Format, das sicherlich jeder kennt. Wer es nicht kennt, schaut rein. Es lohnt sich wirklich. Also, zumindest wenn man Pete's Meat-Fan ist. Muss ich dazu sagen, wenn man kein Pete's Meat-Fan ist, kann man mit den Inhalten von Frag Pete's Meat nichts anfangen. Ich finde das Haus hier immer auch richtig toll. Kann ich hier oben Fackeln platzieren oder nicht? Nein. Na, scheiße. Und da gab es so ein paar Fragen, die ich, bei denen ich manchmal selber überlegt habe, da könnte ich jetzt eigentlich volle 5 Minuten drüber erzählen. Oder 10 Minuten sogar. Gibt so manche Fragen, worüber ich einfach reden könnte, die dort gestellt werden. Und da hatte ich überlegt, so ein eigenes Format draus zu machen, exakt die Fragen zu nehmen, teilweise. Und einfach ein eigenes Format zu machen und drüber zu reden. So, weiß nicht, der Arbeitstitel dieser Formatüberlegung war meine Meinung. Und da hätte ich dann eben, obviously, meine Meinung erzählt zu diversen Themen.
Hatte ich überlegt, aber die Überlegung verworfen, weil ja, das ist einfach zu hart nach, ey, Pete's Meat hat da was gemacht, deswegen mache ich das jetzt auch. So sah das sehr für mich aus. Und ich wollte einfach nicht die Vorwürfe hören. Du machst ja nur Pete's Meat nach. Also ich meine, Minecraft ist ja so ein Ding, es hat Gronkh gemacht. Okay, Minecraft ist das Sprungbrett für viele YouTuber. Und ich habe ja schon am Anfang zugegeben, ja, Minecraft, die Projektgrundidee basiert auf Gronkh. Auch das in der Alpha zu starten. Ach, Holz habe ich ja ausgelagert. Und es ist halt schon einiges inspiriert und manche Dinger, die ich hier erzählt habe, sind auch inspiriert von externen Videos. Weil ich meine, ich mache YouTube nicht, weil ich YouTube gerade entdeckt habe, sondern ja, ich gucke selber auf YouTube. Und natürlich bin ich dadurch beeinflusst. Und ich weiß, sowas wie Pete's Meat ist zum Beispiel bekannt. Deswegen kann ich relativ sicher Insider aus Pete's Meat verwenden und sie werden verstanden. Scheiße, ich habe kein Eichenholz mehr. Ja, dann willkommen in der nächsten Holzfarming-Session. Diese Insider, die ich von Pete's Meat übernehme und bei die ich halt auch manchmal Witze mache, einfach weil es witzig ist. Die werden halt verstanden von manchen Zuschauern. Und deswegen nutze ich die einfach. Nicht, weil ich Pete's Meat nachmachen will und mir irgendwie mit deren Inhalten Klicks verdienen will. Ich meine, das habe ich kackendreist bei unserem Tempel gemacht, aber auch einfach, weil ich es witzig fand. So, also hier Chris Ultras war ja da dreimal der Hashtag im Videotitel und in den Tags unter dem Video. Einfach, weil ich das witzig fand. So, dieses Klischee zu bedienen, ey, du machst ja nur X nach. Ne, das ist ja bei vielen kleinen YouTubern, zumindest früher immer der Vorwurf gewesen, hey, du machst denen nach. Es war auch bei großen YouTubern das Problem. Ich glaube, das war auch bei Pete's Meat früher das Problem teilweise, dass Pete's Meat in den Kommentaren hatte, du machst, also ihr macht Gronkh nach und Gronkh hatte, glaube ich, auch in den Kommentaren stehen, ihr macht Pete's Meat nach. Ja, ist halt so dieses Fun-Klischee. Und das wollte ich da einfach bedienen, so nach dem Motto, okay, es wurde mir bisher nicht vorgeworfen. Aber trotzdem einfach dieses Klischee zu bedienen, hey, du machst den nach. Ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und einfach mal kackendreist den Hashtag Insider genutzt. Ich fand es einfach witzig. Ich finde es bis heute witzig. Und es sind, auch wegen des Hashtags, mit den meist aufgerufenen Videos auf meinem Kanal. Das finde ich einfach so witzig. Ich habe dafür schon sehr viele Dislikes unter den Videos geerntet. Aber tatsächlich auch viele Likes. Ich weiß nicht, ob meine Let's Play-Kumpels, also hier von meinem einen Discord-Server, auf dem ich da bin, die Leute, mit denen ich auch Pummelparty zum Beispiel spiele, oder Stardew Valley, Taylor, Gary, Gravi, Janni, Soup auch mal, Mono, Zero war früher noch mit dabei, aber der hat mittlerweile aufgehört. Ich weiß nicht, ob die es geliked haben oder ob das tatsächlich Leute witzig fanden, so, haha, da verwendet einen Hashtag Chris Ultras. Ohne dass es von Pete's Meat ist. Gut. Vielleicht haben sie auch die Dreistigkeit einfach gelobt, sozusagen. Weil, ja. Es war einfach dreist von mir. Und das gebe ich auch zu. Und ich finde es halt wirklich immer noch witzig. Ich würde natürlich den Hashtag aus dem Videotitel und aus der Videounterschrift und auch aus den Videotags nehmen, aus den Suchtags, wenn Pete's Meat das möchte. Weil ich meine, Chris Ultras ist halt auf deren Mist gewachsen. Ich finde es witzig, das zu bedienen.
Ich habe es ja auch insofern bedient, dass unser Gottkönig einen Tempel bekommen hat. Vielleicht kann das ja den Zorn des großen Chris besänftigen und ich darf den Hashtag in den Titeln stehen lassen. Ja, wie gesagt, ich fand's witzig. Ich hoffe, andere auch. Aber es ist eben so, ja, mit bekannten Tags fängt man halt Zuschauer. Also es war nicht nur dazu da, um mich zu belustigen und um einen Tag zu klauen, sondern auch so eine Art soziales Experiment. Wer fällt darauf rein? Schaffe ich es tatsächlich, mit diesem Hashtag Klicks zu generieren? Und tatsächlich, wenn man Hashtag ChrisUltras bei YouTube eingibt, werden meine Videos relativ weit oben angezeigt. Also, ich meine, mit dem Hashtag tauchen meine Videos neben den Videos von PietSmiet auf. Ich kann es ja eben mal machen. Ich habe ja mein Handy hier.